Willkommen zurück in Amalur Reckoning. Ja, wir sind immer noch im, ja, ihr wisst schon, im Haus, um die Sorgen zu beenden. Und ich habe keine Ahnung, wie das hier laufen wird. Ja, entruckel dich. Und dann, ja, würde ich doch mal sagen, machen wir uns weiter auf zu den stärksten Monstern der Welt. Wie es scheint, ist der Tod etwas, das ihr anderen bereitwillig gewährt. Doch ist dieser Feier infolge eurer Barmherzigkeit oder eurer Grausamkeit gestorben? Ach ja, da war ja was. Genau, zuletzt habe ich ihn ja dann doch getötet. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig immer noch für mich zu sagen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Ich habe jetzt einfach mal da weitergemacht, wo ich die letzte Entscheidung getroffen habe, um einfach mal weiter zu gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Wieso ist diese Prüfung eigentlich nötig? Ich führe einen Hof von Winterfeind an, die diese Länder von den Tuatha befreien wollen. Und wir mussten schon zu lange ohne frisches Blut auskommen. Ihr habt euren Wert eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Doch es wartet noch eine weitere Prüfung auf euch. Na super. Verdammt! So, jetzt aber. So, das war die. Ich sehe übrigens kaum was gerade auf meinem Monitor, merke ich gerade, weil die Sonne so doll hier gerade reinscheint. Was sagst du, Kugel? Nix mehr. Schön. Schön. Da war doch bestimmt noch was, ne? Guck mal hier zum Beispiel, ist da was? Nee, kann man gar nicht hin. Gut, dann gehe ich hier weiter. Ich habe ein bisschen Schiss. Was wird hier jetzt passieren? So habt ihr letztendlich diese Kammer erreicht. Die Zeit der Prüfungen ist vorüber. Keine Erscheinungen mehr und auch keine Fragen. Das Haus der Sorgen hatte in dieser Welt schon immer eine gefährliche Position inne. Doch nun klammern wir uns nur noch mit unseren Fingerspitzen daran. Ihr denkt, ihr hättet Chlorikon aus den Klauen der Tuatha befreit. Das habt ihr nicht. Selbst jetzt noch leiden die Winterfeien und mit ihnen das Haus der Sorgen unter ihrer Grausamkeit. Was kann ich tun? Das Haus der Sorgen hatte schon immer die Aufgabe, die ältesten Traditionen des Winters zu schützen und zu bewahren. Wir sind die Essenz dieser Feenlande. Das Haus hat unter den Feen eine Führungsrolle inne, um die es die Tuatha schon immer beneideten. Und letztendlich streben sie nun danach, diese Macht an sich zu reißen. Wir müssen eure Prüfung zum Abschluss bringen. Zückt eure Waffe. Ihr werdet mich Ach niederstrecken. ja? Warum zeigt ihr euch jetzt? Warum muss ich euch schlagen? Ja. Weil es Prüfungen gibt, die ich aus der Ferne beobachten kann und andere, die ich selbst sehen muss. Nun haben wir jene Prüfung erreicht, die meine Anwesenheit erfordert. Denn nun werde ich euch wahrhaft auf die Probe stellen. So, warum muss ich euch schlagen? Was ihr tun müsst und warum ihr es tun müsst, sind zwei äußerst unterschiedliche Dinge, Sterbliche. Ich befasse mich mit Anweisungen, nicht mit Erklärungen. Schön, ich mache es. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich entscheide mich mal dagegen, so einen auf, hey, das müssen wir doch nicht tun. Wenn das dann doch mich dazu, ja, mich dazu zwingt, quasi, bitteschön, aber so einen auf, man kann die Dinge auch friedlich klären. Es wäre auch nicht möglich gewesen, selbst wenn ihr euch dafür entschieden hättet.
Was ihr hier vor euch seht, ist nur eine Erscheinung. Aha. Ist ja interessant. Wer kommt jetzt? Sprecht. Kommt nun, wo eure Prüfung beendet ist, mit mir. Noch haben die Tuater unsere Türen nicht eingerissen. Doch das heißt nicht, dass es ihnen nicht zuzutrauen wäre. Das Haus steht kurz davor, unter der Zwietracht und Zerstörung der Tuater zusammenzubrechen. Und ich brauche jemanden, der uns hilft. Okay, das nennt ihr eine Prüfung? Ich weiß, es ist nicht die Art der Sterblichen, jemanden auf diese Weise auf die Probe zu stellen. Die Bestie, das Gift, das alles geschah aus reiner Notwendigkeit. Ihr musstet die Prüfung nicht verstehen, sondern sie nur meistern. Ich habe nicht die Zeit, euch unvorbereitet mit den Schwierigkeiten des Hauses zu konfrontieren. Okay, war irgendwas davon real? Manches. Eure Reaktionen waren real. Doch die Feinde, mit denen ihr zu tun hattet, Taibre, Kadohok und ich, waren es nicht. Sie waren nur Erscheinungen jener Feinde, denen ihr in diesem Haus begegnen werdet. Als Abbilder haben diese Erscheinungen ihren Zweck erfüllt. Doch ich denke, ihr werdet ihre realen Gegenstücke weitaus komplexer finden. Ich finde es aber eigentlich ganz cool gemacht so, das Haus der Sorgen. Ich werde dem Haus helfen. Ich werde die Tuata aufhalten. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Ich werde die Tuata aufhalten. Vielleicht werdet ihr das tun und uns tatsächlich von ihnen befreien. Vielleicht werdet ihr aber auch nur das Unausweichliche vorwegnehmen. Auf die eine oder andere Weise werden wir es wohl erfahren. Ihr gehört nun unserem Haus an. Der Herzstein, den ich euch gegeben habe, wird eure Zugehörigkeit zu uns widerspiegeln. Kommt, gesellt euch im Haus der Sorgen zu mir. Ich werde euch eine Welt zeigen, die absonderlicher ist als alles, was ihr je gesehen habt. Na, bin ich ja mal gespannt. Wie können wir die Tuate stoppen? Wenn wir die Notlage des Hauses besprechen wollen, werden wir es in seinem Herzen tun. Trefft euch in der Haupthalle des Hauses der Sorgen mit mir. Und wir werden uns weiter unterhalten. Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass die mich doch hier irgendwie verarschen. Er war einst Prinz der Sorgen. Doch das ist vorbei. Er führt Krieg gegen die Tuata und kann sich dabei auf kaum mehr als seine eigene Stärke verlassen. Vielleicht genügt ihm das. Aber das Einzige, was er dadurch schwächt, ist der Kampfgeist des Hauses. Die Grube? Die Grube ist die Wiege, der unser Volk des Winters entstammt. Sie ist ein Ort des Verfalls und der Vergänglichkeit. Ein Ort, an dem das Haus der Sorgen regiert. Der Galgenbaum? Für eure Art ist er ein Symbol des Krieges. Doch bevor eure sterblichen Körper dort von den Tuata aufgehängt wurden, war er das Sinnbild für die Aufgabe unseres Hauses. Die Leichname der bedeutendsten Feinde wurden nicht in die Grube gelegt, sondern an diese Äste gehängt, um der gesamten Natur zu zeigen, dass wir das Wesen des Verfalls noch immer ehren. Doch wie alles in diesen Ländern wurde auch der Baum entweiht. Saturnyn hat unser wichtigstes Symbol in eine Abscheulichkeit verwandelt. Das ist scheiße. Und ja, wir hätten jetzt noch mehr zu fragen. Ich frag noch mal nach Haus der Sorgen und das war's. Meine Brüder und Schwestern des Sommers verkörpern das Wachstum und die Entwicklung der Natur. Es war somit leicht für sie, die Sommerreiche zu gründen. Die Winterfeinde hingegen tragen in ihrem Wesen die Last der Vergänglichkeit und des Verfalls. Auf sich gestellt wären sie niemals in der Lage, eine derartige Bürde zu überwinden. Sie könnten sich niemals vereinen. Doch der Gründer des Hauses, der trauernde König, nahm ihnen ihre Sorgen und befreite sie. Wir tragen die den Winterfeinden innewohnende Last, damit sie Größe erlangen können. Ja, es hat alles so seinen Sinn hier und ich finde das eigentlich auch ganz gut durchdacht, wenn ich das mal so sagen kann. Ich nehme das mal alles, klingt gut. Dem folgen wir, Stimmen der Toten, neue aktive Quest. War hier noch was? Nee, ne? Nee, dann, nee, ich lasse es mal mit hier rumlaufen. Wir gehen mal weiter. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Sprecht. Ich habe eine Aufgabe für euch.
Es gibt in letzter Zeit viele in diesem Haus, die begonnen haben, meine Herrschaft mit Geringschätzung zu begegnen. Wir brauchen deshalb jemanden, der nicht durch die Geschichte und die Traditionen unseres Hauses vorbelastet ist. Jemanden wie euch. Wir müssen uns beeilen. Die Tuata werden mit ihren Angriffen nicht lange warten. Halten wir ihren nächsten Schlag auf. Ach, wie spannend. Okay. Ich höre euch zu. Okay. Können wir hier bei ihm Waffen, ihr Waffenkaufen kommen? Seid gegrüßt, Sterbliche. Ich bin eine Fürsorgerin der Grube. Ich wurde angewiesen, euch jegliche Einblicke in die Kunst des Bannens zu gewähren, die mir möglich sind. Okay. Ausbildung. Du bist für diese Ausbildungsstunde noch nicht bereit. Talentstufe 7. Vergesst es nicht. Ja, das liegt daran, dass ich woanders auch nie was gelernt habe. Und jetzt bin ich hier gar nicht in so einem... Bewahrt die Sorgen, Gläubige. Ja, das ist das Haus der Sorgen, aber ich nehme mal an, wir werden hier bald angegriffen oder so. Ich bin hier. Ja, schön. Huhu. Genliese. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt hier, ne? Darf mal wieder hier dahin zurück. Ich bin hier. Ich habe eine Aufgabe für... Wir brauchen deshalb... Wir müssen uns beeilen. Ihr versteht es nicht. Die Tuata führen zwar Krieg gegen uns, so wie sie es auch gegen die Alpha getan haben, aber sie gehen dabei anders vor. Unsere Feinde sind gerissen. Sie greifen keine Armeen, sondern Einzelne an. Sie attackieren keine Städte, sondern Überzeugungen. Und indem sie das tun, können sie sich an Orte zurückziehen, an denen wir sie nicht aufspüren können. Nach all den Jahren des Kampfes wissen wir nur eines, dass unser Feind von einem Tuata-Agenten namens Saturnyn angeführt wird. Er ist der Meister hinter diesem undurchsichtigen Putsch. Na toll, wie finden wir Saturnyn? Das ist euer Problem, nicht meines. Im Moment können wir das nicht. Er verbirgt sich und verwischt seine Spuren. Es gibt jedoch einen Hinweis, dem ihr gemeinsam mit Taibre, einer unserer Schürferinnen, nachgehen werdet. Ein Fürsorger, Kadorok, ist aus dem Haus geflohen und hat dabei einen seiner Brüder getötet. Ich hege den Verdacht, dass Kadorok unter Saturnyns Einfluss steht. Oder vielleicht sogar selbst Saturnyn ist. Bringt Taibre zu dem Leichnam von Kadoroks Opfer. Auch wenn er tot ist, so verbleiben seine Sorgen doch in seinem Körper und können uns zu Kadorok führen. Okay, was soll ich jetzt machen? Es gibt einen Fürsorger namens Kadorok, der aus unseren Reihen geflohen ist. Er steht irgendwie mit Saturnyn in Verbindung. Dessen bin ich mir sicher. Ich will, dass ihr ihn aufspürt und ausschaltet. Denn selbst wenn er nicht Saturnyn ist, so verrät er doch unsere Geheimnisse an die Tuata. Geht klar. Auftrag wird erledigt. So, dann laufe ich jetzt mal in die Richtung. Ich höre euch zu. Ja, das ist sehr nett, dass mir mal jemand zuhört. Was ist hier? Hier will noch jemand was? Sterbliche, es gibt da etwas, das der Aufmerksamkeit einer der euren bedarf. Tatsächlich. Ihr wart doch schon in der Grube, ja. Richtig? Dem geheiligten Boden, der von den Leichen der Euren entweiht wird. Ja, welche Hilfe braucht die Grube? Es geht bei meinem Ersuchen nicht darum, was die Grube braucht, sondern um etwas, das besser nicht mehr da wäre. Die Leichen eurer Brüder wurden von den Tuata als Zeichen der Feindseligkeit in die Grube geworfen. Aber sie sind mehr als nur ein Zeichen. Ihre Verderbtheit und Verwesung haben eine alte Leonasche namens Meatkra aus ihrem Schlummer geweckt. Sie frisst sich an den Leichen satt und wird die Grube noch weiter verderben, wenn ihr kein Einhalt geboten wird. Ach, die heißen Leonasche. Guck mal einer an. Was will Meatkra? Essen. Essen. Leonasche werden vom Tod und der Verwesung angezogen. Etwas, was die Winterfeien im Geist verkörpern. Die Sterblichen aber im Fleische. Als in der Grube sterbliche Leichen auftauchten, konnte Meatkra der Versuchung nicht widerstehen. Und nun ist sie nicht mehr aufzuhalten. Ich kann Meatkra töten. Ihr braucht nicht darauf zu hoffen, das Problem durch simple Gewaltanwendung lösen zu können. Meatkra ist alt und wird alle offensichtlichen Angriffe durchschauen. Suchen wird nicht viel bringen.
wenn ihr euch nicht geschickt anstellt. Wenn wir sie in der Grube nicht finden, können wir sie dazu zwingen, in ihren Bau unter dem Haus zurückzukehren. Findet frische Leichen, wie Mead Grasi am liebsten hat, und verbrennt sie. Ohne Nahrung wird sie in ihren Bau zurückkehren. Dann könnt ihr sie töten. Okay, krass. Wie finde ich sie? Das ist äußerst schwierig. Sie ist klug und versteckt sich gut, wenn jemand kommt, um sie zu jagen. Sie einfach nur zu suchen, wäre schlichtweg dumm. Aber mit etwas Raffinesse können wir sie zum Erscheinen zwingen. Meadgra bevorzugt frische Leichen. Wenn ihr die zerstört, kehrt sie wahrscheinlich in ihren Bau zurück, um auf neue zu warten. Macht möglichst alle frischen Leichen ausfindig und verbrennt sie. Ohne Nahrung wird sie nicht mehr umherstreifen, sondern sich in ihren Bau zurückziehen. Krass. Beeilt euch! Das ist schon krass, aber echt gut. Echt ein cooler Quest, muss ich sagen. Also manche Nebenquests sind doch sehr cool. Bin ich jetzt auf dem Weg zu der Lernche oder nicht? Weil ich wollte jetzt eigentlich gar nicht raus. Ich glaube, ich bin jetzt rausgegangen, ne? Der war jetzt automatisch wieder ausgewählt wahrscheinlich. Oder? Oder? Welcher Quest ist jetzt ausgewählt? Nee, ich soll Stimmen der Toten machen. Wir sind jetzt hier nicht mit dem, auf der Jagd. Und ich speichere hier mal an der Stelle. Wir haben schon ewig nicht gespeichert. Ihr seid also die Sterbliche? Es gab bereits Gerüchte, dass Bizarran eine von euch unter uns willkommen geheißen hat. Dass er jedoch die Belagerungsbrecherin erwählt hat, erfüllt mich mit Ehrfurcht. Aber ich vergesse mich. Bizarran hat seine Wünsche klar geäußert und wir müssen tun, worum er uns bittet. Seid ihr dafür bereit? Ja, klar. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Taibre und habe erst 2 Jahrhunderte vorzuweisen. Es waren meine Fähigkeiten, wegen derer ich gebeten wurde, mich dem Haus anzuschließen. Ich kann sie in anderen hören. Die Sorgen, die Essenz des Verfalls und der Vergänglichkeit, die dem Winter vorausgeht. Ich kann sogar die Sorgen in euch hören. Wenn auch nur schwach. Es sind nur noch wenige Schürfer übrig, die die Sorgen überhaupt noch hören können. Und zu niemandem sprechen sie so deutlich wie zu mir. Viele halten mich deshalb für eine Lügnerin. Oder eine Abscheulichkeit. Die Arme. Warum braucht ihr meine Hilfe? Die Grube war einst ein heiliger Ort für das Haus der Sorgen. Für sämtliche Winterfeinde. Ihr wurden die Körper der Toten übergeben, um zu verrotten. Doch unsere Körper zerfallen nicht, so wie die euren. Als Saturnyn also die Leichen von Sterblichen hierher brachte, verwesten diese und die Grube wurde verdorben. Nun streifen Aasfresser und Bestien durch die Grube und der Leichnam, nach dem wir suchen, befindet sich tief in ihrem Inneren. Ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Lebt wohl. Okay, warte. Oh, immer diese... Ja, das habe ich mir gedacht. Na, ah, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich meine Power verkloppt. Das war so doof. Egal, jetzt lädt sie sich neu auf. Das wollte ich gar nicht. Egal. So, Mädel. Passt du auch auf? Nee, natürlich nicht. Die rennen einfach los. Super. Oh.
Ach, so eine Feine sind schon nicht schlecht manchmal. Das nehmen wir auch mal, wo ich dieses komische Schwert gar nicht brauche. Und wir waren ja hier auch schon in der Grube. Und ich nehme mal an, dass wir jetzt hier eigentlich den anderen Quest noch gleich machen können, den anderen Nebenquest. Aber dafür wird die Zeit jetzt nicht mehr reichen. Gucken, wie weit wir jetzt hier überhaupt kommen. Der Leichnam ist hier. Ich muss mit meiner Arbeit beginnen. Aber die Magie wird mit Sicherheit die wilden Feinde in der Gegend anlocken. Haltet sie zurück, während ich mit den Sorgen spreche. Oh, lebt wohl. Na super. Geht das wieder los? Oh, sie wird auch angegriffen da hinten. Ich muss mich mal um sie kümmern. Scheiße. Komm, nun stirb. Stirb. Ich muss da hin, ich muss da hin, ich muss da hin. Ja? Es ist vollbracht. Kadoroks Sorgen haben in dem Leichnam einen deutlichen Abdruck hinterlassen. Er versteckt sich in der Sioran-Krypta im Schwemmwald. Ihr solltet dorthin gehen, aber seid vorsichtig. Der Abdruck, den Kadorok in dem Leichnam hinterlassen hat, war widersprüchlich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich werde zum Haus zurückkehren. Nachdem die Bestien nun zurückgeschlagen wurden, sollte es sicher genug sein. Okay, cool. Wo finde ich Kadorok? Die Toten lügen nicht. Kadorok hat sich in die Sioran-Krypta im Schwemmwald zurückgezogen. Sie war einst eine mächtige Festung, doch wie alles in diesem Krieg wurde auch sie zerstört. Nun schleichen niedere, grausamere Geschöpfe durch ihre Hallen. Dass sich Kadorok dort versteckt, ergibt keinen Sinn. Aber nach dem, was mir die Sorgen erzählt haben, scheint es, als könnte er nirgendwo anders hin. Okay. Wer bist du eigentlich? Oder weiß ich nicht? Möchtest du auch noch mal was sagen? Er ist die Abyssus-Ranker, die würgende Liane. Er greift aus dunklen, unbekannten Dornsträuchern nach uns, um das Leben aus uns herauszuquetschen. Ach, ich mag sie. Lebt wohl. Sie hat sowas Trauriges an sich, aber ist halt auch schon wieder so cool, weil sie halt diese Fähigkeit hat. Finde ich irgendwie cool. Schade, dass man selber nicht auch so gewisse Charaktereigenschaften sich geben kann. Oder ich weiß auch nicht. Unser Held ist ja relativ neutral, sag ich mal. Und ja, das finde ich schon wieder fast schade. Was haben wir hier? Ganz viel Geld, Gold, Geld, Gold, Gold. Okay, Leute, das
war eigentlich gar nicht schlecht. Sie ist wieder jetzt zurückgegangen. Wir kümmern uns dann wahrscheinlich um den anderen Nebenquest hier als nächstes, weil das ist direkt hier an diesem Ort. Dann haben wir das auch gleich erledigt und dann machen wir weiter. Bis dann!